Hallo und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Wir haben hier den New Holland T7 210. Der kostet 100.000 Euro, wiegt 7 Tonnen und hat 210 PS laut Beschreibung. Manchmal sind die nicht ganz richtig, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber ich werde das mal nicht nachprüfen, weil ich glaube, das macht schon Sinn von der Beschreibung her. Also, ihr findet das Ganze natürlich hier unter Mods nach Marken New Holland oder halt in einer anderen Kategorie. Ich wollte euch das nur mal eben zeigen, Tab, weil ich auch gerne mal, also ich wurde dazu angehalten, die Preise mal im Shop zu zeigen. Und ich werde euch jetzt mal so erstmal den Mod von außen zeigen. Und ich muss sagen, von hinten, von den Texturen her, macht er einen sehr, sehr stabilen Eindruck oder einen sehr, sehr guten Eindruck. Man kann hier relativ viel an der Hydraulik erkennen. Die Leiter hier sieht auch ganz gut aus. Die Textur hier stört mich ein bisschen, die vom Motor. Und, okay. Die Motorhaube finde ich ein bisschen eigenartig, aber das ist Geschmackssache. Naja, ich finde aber insgesamt schicke Sache. Und wir setzen, ich finde die Kabine sieht ungeheuer breit aus, das gefällt mir. Was mir an diesem Mod aber nicht gefällt, ist, wie man schon sieht, das Tacho, das ist mehr so, nee. Ich mache mal einmal hier IC-Steuerung. Wir können damit aber nur Türen und Fenster aufmachen. Also hier den ganzen Kram. So. Das war's dann auch schon. Mehr können wir nicht, bis auf die Beifahrertür. Aber das finde ich immer so ein bisschen affig, die Beifahrertür aufzumachen. So, hier können wir also nichts schalten am Schaltpult. Und wir können aber vorne haben wir diesen, die Fronthydraulik, die wir sozusagen einklappen können. Und wir können natürlich das Arbeitslicht vorne, boah, das sieht mächtig, und das Arbeitslicht hinten anschalten. Was wir noch können, erstmal die beiden aus. Warnblinker, die typische Belegung, 1, 2, 3. Und ja, das Tacho stört mich enorm. Ansonsten von den Texturen her und so weiter, ein schöner Mod von der Beschleunigung her. Ich werde es nochmal eben zeigen. Machen wir natürlich mal aus Aerodynamikgründen die beiden Türen zu. Aber ein bisschen Dachbelüftung brauchen wir leider. Also der geht wirklich gut voran, der ist schnell. Und vom Fahrverhalten her mag ich den eigentlich ganz gerne. Was hat er gerade geschafft? Ich glaube 50 oder 53 oder so hat er, glaube ich, in meinen Tests erfahren. So, wir sind hier übrigens gerade auf der Tour. Was Map habe ich ganz vergessen. Wollte ich einfach mal gemacht haben. So, also 50. Ich bin auch davon überzeugt, dass er noch ein paar 1-2 km/h mehr drückt, wenn man sich die Mühe gibt. Aber auf jeden Fall eigentlich eine schicke Geschichte, dieser Deutz. Deutz? New Holland, sorry. Dieser Deutz. Das ist, schiebt's auf mich. Dann können wir hier natürlich noch diese Niederdruckreifen draufpacken, damit sich das Gewicht besser verteilt. Beziehungsweise Pflegebereifung. Also diese ganz dünne, ich mag das irgendwie nicht. Sieht in meinen Augen immer so ein bisschen albern aus. Dann haben wir natürlich noch eine schöne Doppelbereifung, die ich hier auch relativ gut umgesetzt finde. Manchmal finde ich die Doppelbereifung extrem hässlich, aber hier geht's eigentlich. Und dann können wir natürlich nur hinten noch doppelbereifen. Das ist auch möglich. Oder man nimmt halt die Standard-Konfiguration oder halt Niederdruck. Das finde ich. Niederdruck finde ich eigentlich noch ein bisschen sinnvoller hier als die Standard. Aber ich bin eigentlich ein Freund vom Standard. Ja, also mir gefällt der Mod sehr gut. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, also diese Textur hier und die Armaturentextur, die finde ich ziemlich Käse, muss ich leider sagen. Aber so generell, der Sitz sieht gut aus, der Beifahrersitz auch, also die Decke hier ist auch sehr, sehr ordentlich. Da vorne haben wir auch noch ein Radio mit so einer, ja, nicht animierten Rückfahrkamera. Und, ach ja, genau, animierte Bremspedale und so, das ist auch ganz interessant. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und man hat da auch den Schalthebel. Also das, da wurde an einige Sachen gedacht. Aber insgesamt muss ich leider sagen, dass die, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Textur an sich ist noch nicht mal, doch, die ist ein bisschen verrutscht. Also der Tacho, das mag ich nicht so. Und halt hier die Textur. Aber sonst ein cooler Mod. Kann ich euch empfehlen. Einer der besten New Holland, die ich bis jetzt gesehen habe. Viel Spaß mit dem Mod.